Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge vom Road to Emerald Projekt. Wir spielen heute den guten Yorick. Es gibt ja momentan diesen neuen, ja, ich möchte nicht sagen Lethality-Build. Das ist ja so ein kleiner Mix hier. Ja, habe ich mir mal hier reingeholt. Da wird nämlich auf Eclipse gegangen, Cyril the Scratch, Opportunity, Edge of Night, dann denke ich mal Profane Hydra. Und ja, wir schauen einfach mal, wie das Ganze läuft. Wir spielen gegen Aatrox. Er kann natürlich meiner E recht gut ausweichen, beziehungsweise auch sehr gut aus meinem Cage hier rauskommen. Aber wir schauen einfach mal, wie das Ganze läuft. Was ein bisschen schade ist, ich denke mal, ich werde das Early Game nicht so gut ausnutzen können gegen Aatrox, weil Yorick selber ein sehr schwacher Early Game Champion ist. Weil zu Anfang hat Aatrox ja sehr hohe Q-Cooldowns. Und das will man dann möglichst ausnutzen, wenn man gegen ihn spielt, weil der sehr schnell einen auch outscalen kann. Aber wir müssen einfach mal gucken, wie gut wir auch unsere E treffen. Sollte wahrscheinlich sogar im Early Game gewinnen. Wir probieren hier einfach schon mal das eine oder andere Grab hier vorzubereiten. Haben halt noch einen sehr langen Q-Cooldown. Einmal gerade, dass mich das hittet, ist ein bisschen ärgerlich. Das ist sehr, sehr belastend hier gerade. Das ist sehr belastend. Als ich das Mark auf mir gesehen habe, wusste ich, okay, der muss oben sein. Okay, die Wave suckt halt hart. Das ist sehr, sehr schlecht. Aber maybe haben wir Glück und können sogar freezen, weil Aatrox wirklich sehr langsam pusht, vor allem im Early Game. Kann er die Backline noch nicht gut mit seinen Qs da last hitten. Er hat halt gerade ein 2-Level-Lead. Das ist halt echt insane. Müssen wir gerade echt ein bisschen aufpassen. Wenn man ein paar kleine Ghule gehabt hätte, es ein insaner Trade werden können. Weil wir müssen halt extrem aufpassen, weil wir behind sind. Das müssen wir einfach gerade ein bisschen respektieren. Man theoretisch könnte Vex nach oben kommen für einen Gank. Weil ich kann es natürlich auch komplett verstehen, wenn die es nicht machen. Ist tatsächlich die Frage, ob wir nicht sogar gerade einen Kill-Angle auf ihm haben. Ich habe gehofft, dass mein Q hier reicht. Ja, das war Int. Das war einfach Int. Das darf ich da nicht machen. Das war my bad. Nee. Das war einfach richtig unnötig. Ich habe halt echt gehofft, dass mein Healing reicht. Er wird auf jeden Fall die Plate kriegen. Sollte eigentlich noch einen Großteil der Wave bekommen. Den Melee Minion werde ich verlieren. Wow, dass mich das getroffen hat. Das macht mich ein bisschen betroffen. Ja, da schon wieder E abgehabt. Das finde ich ja so ein bisschen frech. Ja, das ist halt so ärgerlich. Also, wir sind theoretisch in Items stärker. Aber wir dürfen hier gerade nichts machen. Er hat genügend Sustain durch seine Passive an sich. Ah, ich kriege, glaube ich, keine E mehr ab für die Cannon. Actually hat er mir die Cannon dadurch gegönnt. Dann gucken wir, dass wir jetzt einmal die Wave hier pushen, bis er TP'en muss. Er ist auch direkt TP'd. Macht sogar ordentlichen Damage. So ist ja nicht. Ich glaube, wir TP'en auch oben hin, obwohl das war ein bisschen unnötig. Wenn wir unsere E hitten, können wir sogar drauf flashen. Er hat halt extrem viel Damage genommen. Wir sollten hier wahrscheinlich gerade einmal hingehen. Sehr schön. Okay, big. Und jetzt gehen wir ganz schnell base. Wir hätten da noch gerade bleiben können, theoretisch für die Blade. Aber better safe than sorry. Und gehen dann als nächstes auf Cyril the Scratch hier. Obwohl wir könnten sogar... Ja, das ist ein absolutes Steel Caps Game. Und so. Wir natürlich gerade auch noch für den Longsword gehen können. Aber wir sind jetzt wieder back in business. Er hat 100 Sky, das ist natürlich sehr ärgerlich, weil er dadurch ein sehr gutes Healing bekommt. Aber ich denke mal, wenn wir hier halbwegs gut mit unseren Ghoulen arbeiten können, jetzt gerade auch noch Red und Blue Buff, sollten wir immer noch das gut spielen können. Weil ein Eclipse-Schild, es wird ja auch tatsächlich ausgelöst durch die Ghoule, vor allem der Damage. Seht ihr gerade schon, der Damage ist echt insane. Ja,
Habe ich die Cannon leider nicht bekommen. Aber das sollte uns eigentlich zwei Plates bescheren. Wir beschweren die Wand einmal, dass die Ghule hier weiter angreifen können. Und dann gehen wir einmal ganz schnell weg hier. Vielleicht sind wir noch für den First Turret. Sehr schön. Jetzt müssen wir aber eigentlich noch kurz eine Minute da bleiben. Obwohl, wir haben 2k. Opfern wir Plates? Ja, wir bleiben einfach gerade noch ganz entspannt hier. Warten, bis wir TP wieder abhaben. Der Wave sollten wir es dann auch wieder haben. Sehr schön. Wir haben gerade quasi einfach den kompletten Turm bekommen. Dadurch, dass wir einfach Jorik sind. So, jetzt gehen wir einmal ganz kurz Base. Er muss die komplette Wave pushen. Beziehungsweise die kommt ja jetzt erst. Können wir sogar gucken, ob wir eventuell für einen Drake spielen. Ich glaube, wir wollen das so und so kaufen. Wir sind jetzt auf jeden Fall sehr, sehr stark. Unsere Maiden wird jetzt sterben hier, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber wir haben nochmal einen Kill bekommen. Die sollten den Drake auch gerade nehmen, machen sie auch, sehr schön. Sollte der Warwick eigentlich den Herald jetzt nehmen. So, dann können wir unsere Rildas einmal noch kaufen. Unter 50% slowen wir die Gegner jetzt noch. Das heißt, es synergiert eigentlich ganz gut. Unsere Ghule sollten dann eigentlich permanent slowen. Ihr seht ja, was für ein illegaler Damage das ist. Außerdem, ja, kriegen nochmal 22% Armor Pen. Das heißt, er wird wahrscheinlich mit Steel Caps wiederkommen. Das sollte er zumindest machen bei unserem Team auch. Wir sind sehr AD-heavy. Wir müssen jetzt auf jeden Fall gerade ein bisschen chillen. Aufgrund dessen, dass uns unsere Maiden fehlt. Wir können tatsächlich sonst einmal ganz kurz gucken. Er hat sogar nicht mal den Herald gemacht. Ja, und unsere kleinen Ghule sind halt recht schwach, muss man einfach mal so sagen. Der Shellcode könnte tatsächlich gleich einmal hochkommen zum Herald. Können wir das eigentlich wieder gut machen. Wir haben ihn gehittet. Ist ein bisschen ärgerlich mit der Vex. Warum denn surrendern? Dann nehmen wir den schnell, ey. Wir können tatsächlich sonst auch versuchen, für einen 20 Minuten Nash einfach zu gehen. Also theoretisch, wenn Shaco zu mir mit nach oben kommt oder mit der Botlane spielt, sollte er sich da eigentlich gut Kills abgreifen können. Vex muss tatsächlich einfach nur ein bisschen roamen. Sollte das da für sie auch kein Problem werden. Uns fehlt noch so ganz minimal Damage, dass wir wirklich auch gut das 1 gegen 2 machen können. War gerade auf jeden Fall wichtig, dass ich die Ulta von dem Dings dodge. Also wenn wir 4 Ghule haben, können wir tatsächlich sehr einfach den Dings nehmen. Den Nash. Ich meine, ist ja kein Geheimnis. Aatrox läuft da von der Mitte mit rein. Das ist sehr bitter. Muss jetzt aber auch hier hin TP'en. Meine Maiden. Ja, wir müssen zurückgehen. Wir haben keine Vision auf irgendwen. Die können hier flanken. Gerade Smolder kann das sehr leicht. Die Krabbe ab? Ja. Frage, ob wir vielleicht sogar für Smolder gehen können hier. Wir können uns auf jeden Fall die Wave hier nehmen. Ja, bevor dein Turm kaputt geht. Warum? Was ist denn falsch? Alter, wie kann man denn so kernbehindert sein? Holy shit, ey. Also kann's mir doch nicht... keine Ahnung. Das war dumm, die Ghule hier jetzt gerade zu beschwören. Wir könnten tatsächlich auch theoretisch mit 2 Dingern hier 2 Ghulen den Nash machen, aber das ist ein bisschen too much, glaube ich. Vielleicht springt der auch noch dahin. Sehr schön. Das ist ein insaner Damage, den wir hier haben. Wir müssen aber, wie gesagt, wieder aufpassen. Kann hier oder können hier wieder überall sein. Darum gehen wir auch einmal ganz kurz Base, holen uns Opportunity. Dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Lethality hier. Und Bonus Move oder Movement Speed. Das sind doch schöne Stats. Und dann, wenn wir gleich die Ghule einmal stacken, können wir tatsächlich immer noch gucken, ob wir vielleicht für einen Sneaky Nash gehen. Weil jetzt gerade würden die es vielleicht eher nicht erwarten. Also die kann ich auch noch hier negatives Spielverhalten. Noch kein TP-Angle irgendwie. Das ist so schlimm. Okay, das ist big.
Es ist sehr big. Wie gesagt, wir haben auch hier auf den Nash so einen Damage durch die Ghule. Der Nash macht den Ghulen halt gefühlt null Damage. Und dann mit dem Maiden Bonus Damage oben drauf. Es ist einfach zu insane. Ich würde da oben eigentlich echt gern drauf tippen, dass er den Farm nicht bekommt. Aber das wäre einfach gerade viel zu risky. Wir haben Tausende an Gold. Die könnten hier halt schon irgendwo wieder sein. Gerade Warwick könnte gerade seinen Topside-Jungle nehmen, weil wir unten recht gut gewardet haben eigentlich. Darum lieber ein bisschen safe spielen. Dann haben wir den TP noch übrig. Mag das nicht, dass wir schon wieder hier nirgendwo Vision kriegen. Aatrox ist Spotlane. Die ganze Gang könnte halt oben sein. Smolder müssen wir doch auch insane Damage machen können. Hier gerade mal ein bisschen aufpassen, da haben wir gerade ein bisschen outplayed. Jetzt möchte ich endlich mal den Turm hier bekommen. Eine Wave kommt hier jetzt gerade noch. Da kommt der Wolf. Ah, der hatte noch einen Schuss. Scheiße. Mist. Ich wollte gerade sagen, hat der noch einen Schuss? Ah, das war my bad. Nee, das war einfach dumm. Oh, das ist my bad. Da darf ich nicht sterben. Nee, da darf ich echt einfach nicht sterben. Da muss ich irgendwas sidesteppen. Ihr dürft da echt nicht... Oh, müsst da echt aufpassen. Diese Execute ist halt so böse. Wir werden jetzt gerade den Drake machen, aber das können wir halt tatsächlich auch einfach nicht verhindern. Wir sind halt nur zu zweit da und die beiden Leute, die da am Leben sind, die sind halt beide auf 1 AP. Smolder und Xerath sehen wir in der Mitte. Die gehen nach oben. Nash ist gerade eh nicht ab. Das macht Vexter. Fast den Xerath getötet. Vielleicht darf er noch. Sehr schön. Dann ist das tatsächlich gar nicht mehr ganz so bad. Mein gefeedeter Smolder ist immer noch böse. Ja, das ist ziemlich bad. Ich habe auch nicht gedacht, dass der Ineb da mit einem AP überlebt. Ist my bad. Und das ist auch so lächerlich, dass der Ezreal da überleben darf. Also, mein Damage ist lächerlich. Davon mal ab, aber... Ist trotzdem super ärgerlich. Ich glaube, der muss aber healen. Sonst könnt ihr mir nicht erklären, woher das Healing kam. Hazard Ulti. Bitte, bitte, bitte. Okay, das ist trotzdem sehr big, dass Smolder gestorben ist. Achso, was ich gerade sagen wollte. Auf jeden Fall zum Nashen spawnen Super Minions. Darum ist das eigentlich nicht verkehrt. Wir können tatsächlich gucken, ob wir mit den... Oder mit Hilfe der Crux uns Ghule holen können, dass wir den Nash forcen können. Wenn die da nicht beigehen werden. Ich glaube, bald die werden da hingehen wollen. Ich glaube, wir sollten aber trotzdem dafür gehen. Wie gesagt, Botlane pusht sich eigentlich von selbst. Der Aatrox muss da die ganze Zeit farmen. Obwohl Kaiser hat tatsächlich da unten insane Damage gemacht. Darum muss der Aatrox da wegtippen. Das war Smolder. Sehr schön. Der Wolf lebt halt noch. Der Drake spawnt da gleich. Okay, sollten wir auch für den gehen. Und tatsächlich gucken, sonst ob ich hier cheesen kann. Das war ein Big Play. Meint mittlerweile so hohe Death Timer. Mit dem einen Ghoul und der Maiden sollte ich immer noch genügend Damage haben. Sehr schön. Dann haben wir jetzt auch Profane Hydra. Müssen wir nur daran denken, die auch zu benutzen. Können uns auch nochmal hier einen Damage Pot nehmen. Können sonst tatsächlich... Okay, das ist sehr big. Ja. Okay, er macht den Superman. Vielleicht können wir da noch helfen. Sehr schön. Big. Ja, das war jetzt nicht ganz so gut, aber wir können hier noch eventuell für den zweiten gehen. Aber was mache ich denn?
Ach, ich bin dumm, da wurde ich greedy. Avex hat noch eine Auto-Attack auf den Turm machen müssen. Das wäre big gewesen. Aber wir haben gerade einfach getrollt. Ist die Frage, ob wir vielleicht lieber Tenacity wollen und ein bisschen Leben statt dem Damage. Obwohl, der Trank ist halt schon sehr insane. Wir haben auch unser Hydra nicht gedrückt. Wir hatten ein paar Möglichkeiten, da noch was besser zu machen. Wenn wir eine Wraith haben, haben wir sogar einen Backdoor-Angle. Frage ist, ob ich das sogar mache, auf den Ward drauf tippen und hier einreißen. Wenn ich sehe, dass die viel hier unterwegs sind, kann ich das unter Umständen sogar machen. Es wäre sogar worth, würde ich sagen, für 6 Super Minions. Okay, das ist sehr insane. Die Frage, ob wir beenden können. Warwick Ezreal? Sollte Game sein. Maiden, auch mal hier arbeiten. Danke. Sehr schön. GG, well played. Ich würde mal sagen, ja, also unsere Kaiser hat das auch insane gemacht. Ich glaube, wir haben hier auch gut mit dem Damage gecarried. Es sah sehr witzig aus. Es sah so dumm aus. Also im Early Game haben wir echt hart geschmissen gegen den Aatrox. Ich muss mir halt bei Yorick immer reinreden von wegen, ich bin kacke im Early Game. Ich bin einfach Dogshit im Early Game. Damage, ey. Das sieht ja cool aus. Ja, geil. Sausosaurus hat uns geordnet. Der Blitzcrank. Auch zum Ende nochmal den ein oder anderen wichtigen Hook gehittet. Sehr schön. Wir haben die Hydra gefühlt gar nicht benutzt. Außer einmal, das weiß ich, gerade eben gegen den Aatrox so vorm Ende. Aber sonst glaube ich gar nicht. Egal. Es war aber tatsächlich auch mal ein sehr starker Smolder, gegen den wir gespielt haben. Und ich finde den Damage immer noch so illegal, den wir mit den Ghoulen gemacht haben. Holy shit, ey. Tatsächlich hätte das ein bisschen mehr First Strike Gold sein können. Ich habe mich ein paar Mal oft vorher hitten lassen. Aber ich denke mal, das sollte fein sein. Sehr schön. Dann hoffe ich, euch hat die Runde gefallen. Und wie ihr seht, vielleicht in der nächsten Folge sind wir Emerald. Sehr schön. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In dem Sinne, peace out.